Ein neuer Film von Sebastian Schipper, der schon mit Victoria einen Sensationserfolg verbuchen konnte. Dennoch ging er nicht nach Hollywood, sondern drehte diesen sehr europäischen Film, der exakt in unsere Zeit passt. Alles klar? Und Schipper gibt diesem Film wieder genau das, was er braucht. Er polemisiert nicht, sondern erzählt einfach eine intensive Geschichte und ist gerade deshalb beängstigend aktuell. Machst du hier Ferien? Theoretisch ja. Ich wohne da drüben mit meiner Mom, meinem Stiefvater und meiner kleinen Schwester. Was ist das da mit den Blinklichtern, wo die gute Laune-Musik gespielt wird? Also ich hab da gewohnt. Was machst du hier? Das ist dein Auto? Ja. Kann ich dir kurz was zeigen? Zwei Jugendliche an der ohnehin heiklen Grenze zum Erwachsenwerden treffen zufällig aufeinander. Beide haben keine Fahrerlaubnis und starten dennoch ihr Roadmovie ins Ungewisse. Das ist dein Wagen. Fuck, nein, nein. Gehört meinem Stiefvater. Weiß er, dass du ihn geklaut hast? Nein, ausgeliehen. Willst du mitfahren? Was? Soll ich dich irgendwohin mitnehmen? Wohin fährst du? Nach Frankreich. Also zuerst nach Spanien, klar, und dann nach Frankreich. Damit. Ja? Schon der Titel Road sagt es ja sehr deutlich, Road Movie. Was macht für Sie den Reiz an diesem Genre? Das erstmal gar keinen. Ich finde, wenn ich Road Movie höre, denke ich, oh Gott. Halt, also ich finde Road Movies toll, aber natürlich aus den goldenen Zeiten des Kinos der 70er Jahre, ist ja fast wie eine Renaissance für Filmemacher, wo irgendwie alles golden war und fantastisch und politisch und künstlerisch und trotzdem ganz dem Erzählen zugewandt. Aber ich habe das Gefühl, es ist eigentlich ein Genre aus vergangenen Zeiten. Also was ist dein Plan? Fährst du zurück über die Grenze bis nach Ceuta? Und dann in den Hafen mit dem hier? Das ist dein Plan? Mann, so erwischen sie dich, nehmen dein Auto und stecken mich ins Gefängnis. Zwei überzeugende, hierzulande kaum bekannte Schauspieler. Fionn Whitehead aus England und Stefan Buck ist ein erfolgreicher Comedian aus Frankreich. Willst du meinen Plan hören? Für mich ist Roads in dem Moment interessant geworden, wo die Thematik des Reisens wir eben geöffnet haben, nicht nur dafür, dass irgendein paar verrückte Typen unterwegs sind, sondern das sind schon verrückte Typen. Also sind zwei 18-Jährige, die mit einem geklauten Auto durch Europa fahren. Was könnte es Besseres geben? Aber der eine ist halt aus dem Kongo und sucht seinen Bruder in Europa und der andere ist halt aus London und hat gerade einen großen Krach und Streit und Zwist mit seiner Familie hinter sich und ist auf der Suche nach dem Vater. Und deswegen, wie gesagt, ab dem Moment, wo das diese ganz konkrete Situation der Welt, aber auch ganz konkrete europäische Situation zu der Idee des Zusammenreißens dazu kam. Ab dem Moment hatte ich das Gefühl, da könnte ein Film drinstecken. Es entwickelt sich eine bewegende Geschichte über Freundschaft, über Freiheit und über jene Verantwortlichkeit, die für wirkliche Freiheit unverzichtbar ist. Stopp! Es wird ihnen mit einem Trick gelingen, die Grenze von Marokko auf die Fähre nach Europa zu überwinden. Das ist natürlich wahnsinnig krass, weil wir haben alle diesen Pass, mit dem wir nach Marokko fahren können. Es gab einen Drehtag, da sind wir auf der Fähre zwischen Algeciras und Tanga, glaube ich, dreimal hin und her gefahren. Und das können wir halt mit unserem Pass. Wir können das halt so oft machen, wie wir lustig sind. Dauert 40 Minuten und kostet irgendwie 20 Euro oder was auch immer. Und aber trotzdem dann die Grenze da zu sehen. Und wir haben mit Flüchtlingen und Migranten in Marokko gesprochen. Da gibt es halt in Ceuta diesen irrsinnigen Zaun, der ja oft schon vorgekommen ist in den Medien. Das sind nochmal ganz andere Eindrücke. Erst die Genauigkeit der realen Situation bringt uns die beiden Jungen so nahe. Und dem Zuschauer bieten sie ein ganzes Spektrum für das, was man gemeinhin so Empathie nennt. Schließ die Augen. Wenn ich jetzt etwas sage, machst du sie auf, okay? Hip-Hop-Star. Kindersoldat. Jesus.
Jetzt bist du dran. Mitglied einer Boygroup. Missbrauchsopfer. Weißer Rassist. Sohn von Jean-Claude Van Damme. Du kannst nicht der Sohn von Jean-Claude Van Damme sein. Was, wieso? Aber als weißer Rassist gehe ich durch, oder was? Natürlich. Du bist dann Jesus. Natürlich. Die Arbeit war ein Traum. Also, weil das passiert ja auch nicht immer und das muss auch gar nicht immer passieren, dass die beiden so einen wahnsinnigen Grat zueinander hatten und sich so mochten. Und dass natürlich immer der Film davon profitiert. Weil das, finde ich, ist immer für mich die allererste Maßgabe, wenn ich eine Geschichte erzähle von zwei Leuten, die Freunde werden, dann will ich das auch irgendwie glauben. Ich will das irgendwie fühlen. Genauso, das ist ja auch eine Art von Liebesgeschichte, wenn man so will. Genauso wie wenn ich einen Film sehe von Mann und Frau oder Frau und Frau oder Mann und Mann, die sich verlieben in eine Liebesbeziehung, dann will ich das spüren. So, das will ich nicht nur erzählt bekommen. Und das war bei denen gegeben und das ist... Das ist natürlich wahnsinnig toll für einen Regisseur, natürlich total toll. Und ich glaube, was diese politische Dimension anbetrifft, dann erzählen wir was Privates, die hören sich zu. Die begegnen sich und hören sich zu. Und das ist für mich der Entscheid, also und zwar indem sie ihre Geschichten erzählen und indem sie nicht irgendwelche großen politischen Systeme miteinander diskutieren. Lass uns gehen. Ich trinke noch aus, William. Wir sollten jetzt gehen. Was tut er da? Was denkst du? Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Was denkst du, was er da tut? Ja, Rassismus mit einem kleinen Spritzer Homophobie. Trifft's das schon? Ja, lass uns gehen. Ja, ich habe mich nur gefragt, ob Sie verwandt sind. Merci beaucoup. On va partir. Das Ihre Kinder. C'est bien. Oder vielleicht sind Sie Ihr Vater und Ihr Onkel und Ihr Bruder. Komm jetzt, oder vielleicht Gilen. Alles gleichzeitig. Liegt's daran? Gilen, wir müssen gehen. Gilen, wir gehen. Ihr seid eine große, glückliche Familie und alle verwandt. Rechtsradikaler Pöbel an einem französischen Kiosk. Gilen, lass uns kommen schon. Pech. Sie haben uns angegriffen. Du hast sie beleidigt. Sie haben dich beleidigt. Uns. Ich habe keinen Pass. Ich habe gar nichts. Ich bin hier nicht willkommen. Ich kann hier keinen Krawall machen. Und ich werde nicht meinen Mund halten, wenn dir sowas passiert. Oder mir oder sonst irgendjemandem. Und du denkst, du tust das für mich? Das brauche ich nämlich nicht. Ich brauche dich als meinen Freund. Das ist alles. Sie können nicht beschimpfen, dumme Witze machen, mich nicht ansehen und so tun, als ob es mich nicht gibt. Mir egal. Mir sind andere Sachen wichtig. Ich muss mein Risiko kleiner machen, nicht größer. Ich muss ruhig sein, nicht verrückt. Ich muss klug sein und nicht dumm. Was redest du da für einen Scheiß? Jedes Ding, jedes kleine Ding und jedes große Ding und jedes mittelgroße Ding, das wir gemacht haben, seit dem allerersten Moment, war verrückt, riskant und dumm. Ich als verwöhnter Westeuropäer lebe natürlich begeistert in diesem Europa der offenen Grenzen. Und so geht's ja Gillen auch. Ja. Und dann trifft er einen, der eben genau dieses andere Europa, ein Europa der Zwischenwelten und der Grenzen mitmachen muss. Und wie erleben Sie dieses Europa und wie haben Sie es während des Films erlebt? Naja, genau wie Sie schon gesagt haben, wenn man drin ist, ist super. Aber ich erlebe dieses Europa eben auch seit ein paar Jahren als einen Ort, in dem krasse und schlimme politische Meinungen ihr Haupt erheben, die einen sprachlos machen, wo man ganz fassungslos darüber ist, dass solche Dinge immer schamloser, also dass rechte politische Gesinnungen ganz offen, ganz schamlos und mit einem ganz bedrückenden Stolz vorgetragen werden. Auch das ist für mich ein europäisches Erlebnis. Wir haben Rhodes nicht gemacht, um jetzt da eine eindeutige politische Message zu formulieren, sondern weil wir uns mit dem Thema auseinandersetzen wollten. Und ich glaube, dass das Thema hochkomplex ist und dass die Antwort auf die Fragen, die dieses Thema stellt, auch komplex sind. Und dass es nicht einfach ist. Und das ist für mich auch eine europäische Erfahrung, wenn man so will. Ja. Ein spannendes Roadmovie auf dem schwierigen Weg der Erkenntnis. Wir finden einen Weg. Versprochen.